Letzte Woche habt ihr euch damit beschäftigt, wie man für eine Wurzel eine Kommazahl herausfinden kann, die so eine ganz gute Annäherung ist für diese Wurzel. Es gab da, naja, im Wesentlichen ein Verfahren, das Heron-Verfahren, das ganz gut funktioniert. Und die Frage ist jetzt, wäre es eigentlich möglich, dass dieses Verfahren zum Finden einer Kommazahl so lange durchzuführen, bis man die perfekte Kommazahl hat. Also könnte man irgendwann sagen, so, also nehmen wir zum Beispiel Wurzel 2. Ich benutze das Heron-Verfahren, ich rate eine Annäherung, ich bekomme dann eine zweite, nehme den Mittelwert und taste mich da immer so weiter ran und könnte ich irgendwann sagen, so, okay, jetzt habe ich Wurzel 2 wirklich perfekt rausgefunden. Und wenn man jetzt auf dem Taschenrechner Wurzel 2 ausgeben lässt, da hat man so 12 Stellen hinterm Komma. Das geht aber noch weiter. Also ihr seht hier auf dem Bildschirm eine Annäherung an Wurzel 2, die ich mit Wolfram Alpha hergestellt habe. Die hat jetzt 500 Stellen hinterm Komma. Und man könnte hier jetzt auch noch sehr viel mehr Stellen hinterm Komma erzeugen. Ja, ich kann vielleicht schon mal verraten, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, so jetzt bricht das Heron-Verfahren ab oder jetzt haben wir die perfekte Kommazahl. Aber Moment, wie war das denn überhaupt mit den Kommazahlen und den Brüchen und den Zahldarstellungen? Nehmen wir uns mal hier so eine ganz normale, natürliche Zahl wie die 7. Die kann man natürlich ohne Probleme als einen Bruch darstellen. 7 sind ja 7 Eintel oder vielleicht sogar 14 Halbe. Es gibt da also findet man problemlos für diese natürliche Zahl auch schöne Bruchdarstellungen. Und wenn eine Zahl als Bruch dargestellt werden konnte, haben wir gesagt, das ist eine rationale Zahl. Und da gab es dieses Q-Symbol, das waren also die rationalen Zahlen. Hier waren die natürlichen Zahlen und hier die ganzen Zahlen. Ja, also man kann eine natürliche Zahl selbstverständlich als Bruch darstellen, als vollständig gekürzten Bruch. Das ist dann sozusagen die Standarddarstellung. Aber es gibt halt auch viele andere Brüche, die die gleiche Bedeutung haben. Wie ist das mit negativen Zahlen? Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Minus 17 Eintel. Also, das ist keine natürliche Zahl, aber es ist eine ganze Zahl. Und auch die lässt sich problemlos als Bruch darstellen. Wie ist es mit Kommazahlen, die abbrechen, also die nur endlich viele Kommastellen haben? Bei denen ist es auch kein Thema. Da habe ich euch mal ein Video gemacht mit Salzteigfiguren, die sich da immer weiter auf. Naja, egal. Ihr wisst ja noch, die Kommastellen sind die Zehntel und die Hundertstel. Also 0,17 bedeutet 17 Hundertstel. Und genauso kann man natürlich jede abbrechende Kommazahl problemlos als ein Bruch darstellen. Wobei diese Brüche jetzt die Besonderheit haben, dass sie Zehnerpotenzen im Nenner haben, also 10, 100, 1000, 10.000 oder so, also Zahlen, die nur Einsen und Nullen haben. Zehnerpotenzen. Die sind dann nicht unbedingt vollständig gekürzt. Diese hier 17 Hundertstel schon, aber 0,25 zum Beispiel, 25 Hundertstel, da würde man noch eine andere vollständig gekürzte Bruchdarstellung finden, wie zum Beispiel ein Viertel. Naja, also hier mache ich den Haken bei Q, weil das ist eine rationale Zahl. Mein Haken soll grün sein. So. Aber es ist keine natürliche Zahl und auch keine ganze Zahl. Ja, jetzt gibt es aber spezielle Zahlen, von denen wissen wir schon, dass sie in Q sind. Manche Brüche nämlich, die lassen sich nicht ganz so leicht als Kommazahl darstellen. Aber man
findet doch eine bestimmte Regelmäßigkeit. Also das Beispiel ist hier ein Siebtel. Wenn man das jetzt ausrechnet mit schriftlicher Division, findet man raus, dass es 0,14285 142857 1 und so weiter. Das heißt, man stellt fest, es gibt eine bestimmte Anzahl von Stellen hinter dem Komma und wenn die abgelaufen sind, ein bestimmtes Muster, dann wiederholt sich dieses Muster. Und da macht man dann oft so einen Strich drüber, das bedeutet, das sind periodische Brüche oder periodische Dezimaldarstellungen, so muss ich sagen. Das heißt, die Kommazahl hat zwar unendlich viele Stellen hinter dem Komma, das geht immer so weiter, aber es ist ein Muster drin, das sich immer wiederholt. Sie sind periodisch. Das klassische Beispiel ist hier ein Drittel. Das ist 0,333 und so weiter Periode. Ja, genau. Und da gibt es natürlich viele andere. Solche Kommazahlen, die zwar unendlich lang sind, aber die sich irgendwann periodisch wiederholen, für die kann man auch Brüche finden. Das heißt, all diese Kommazahlen, für die gibt es Bruchdarstellungen. Also entweder wenn sie abbrechen oder wenn sie sich periodisch wiederholen. Gut, das heißt, umgekehrt, wenn wir jetzt also eine Bruchdarstellung für die Wurzel 2 hätten, also wenn wir einen Bruch finden würden, der Wurzel 2 ist, dann könnten wir sicher sagen, dass die Wurzel 2 auch eine Kommazahldarstellung hat, die entweder abbricht oder sich irgendwann periodisch wiederholt. Und in dem Fall könnte man sagen, ja, ich muss dann nur mit dem Heron-Verfahren bis zu dem Punkt kommen, wo es sich wiederholt oder wo es abbricht, und dann hätte ich die perfekte Kommazahldarstellung für Wurzel 2. Tja, mal schauen, wie ist das denn eigentlich? Jetzt muss man ein bisschen weiter ausholen und sich. Also die Frage ist jetzt, gibt es eine Bruchdarstellung für die Zahl Wurzel 2? Um das zu untersuchen, benutzt man jetzt eine Technik aus der Mathematik, die heißt Beweis durch Widerspruch. Das Problem ist, dass es sehr schwierig wäre jetzt, ja, sich auf die Suche zu machen und jetzt tatsächlich zu gucken, ob man irgendwie direkt eine Aussage zu dieser Behauptung finden kann, sondern man nimmt mal das Gegenteil an. Also, angenommen, ich würde tatsächlich einen Bruch finden, der Wurzel 2 ist. Davon gehe ich einfach mal aus. Und dann werde ich feststellen, dass sich daraus ein Widerspruch ergibt. Und da ich zwischen meiner Annahme und diesem Widerspruch nur mathematisch richtige Schlüsse gemacht habe, stelle ich dann fest, dass meine Annahme schon falsch gewesen sein muss. Ich habe mich also praktisch selbst in einen Widerspruch verwickelt in der Mathematik und habe dann festgestellt, oh, meine Annahme muss falsch sein. Das heißt, es gibt tatsächlich keine Bruchdarstellung für Wurzel 2. So, das ist mein Ziel. Aber wie gesagt, ich gehe mal von dem Gegenteil als Annahme aus. Also, ich nehme mal an. Es gäbe also tatsächlich eine Bruchdarstellung für Wurzel 2. Sagen wir mal, also Wurzel 2 wäre darstellbar als ein Bruch a durch b. Und ja, ich kenne jetzt die Zahl a nicht und ich kenne die Zahl b nicht, aber angenommen, es gibt irgendwo solche Zahlen, sodass Wurzel 2 a durch b ist.
Jetzt haben wir ja schon oft festgestellt, es gibt unendlich viele Brüche, die zu einer Zahl gehören. Das macht es natürlich schwieriger. Und um das auszuschließen, ist es jetzt ganz wichtig, dass ich sage, mein Bruch a durch b soll der Standardbruch sein, also der vollständig gekürzte Bruch. Wiederhole, ich nehme an, Wurzel 2 wäre darstellbar durch einen Bruch a durch b und dieser Bruch wäre vollständig gekürzt. Mein Standardbruch für Wurzel 2. Na gut, jetzt fange ich an, damit Äquivalenzumformung zu machen und zu überlegen und dann mal gucken, was dann passiert. Also, wenn Wurzel 2 a durch b ist, ich kann beide Seiten einfach mal quadrieren, dann heißt das doch, dass 2 a durch b Quadrat ist. Ja, ich habe beide Seiten quadriert. Das ist also a durch b mal a durch b, also a Quadrat durch b Quadrat. Ja, also 2 ist gleich a Quadrat durch b Quadrat. Das ist meine erste Folgerung aus meiner Annahme. Okay. Meine Äquivalenzumformung, die ich jetzt mache, ist mal b Quadrat. Also stelle ich fest, 2b Quadrat ist gleich a Quadrat. Okay. Also 2 mal b Quadrat ist a Quadrat. Ja, was heißt das? Die Zahl a Quadrat, die ich hier habe, lässt sich darstellen als 2 mal eine andere Zahl, b Quadrat. Das heißt aber doch, dass a Quadrat gerade sein muss, eine gerade Zahl, weil ja eine 2 drin steckt. Ich kann sie also durch 2 teilen, ist auf jeden Fall gerade. So, und jetzt kommt die Spezialaufgabe von letzter Woche ins Spiel. Ihr habt ja gezeigt, wenn das Quadrat einer Zahl gerade ist, dann ist die Zahl selbst auch gerade. Also, daraus folgt also insbesondere, a ist eine gerade Zahl. Okay. Soweit so gut. Wenn a eine gerade Zahl ist, dann heißt das aber, es gibt irgendeine andere Zahl, sagen wir p, sodass a 2 mal p ist. Ja, also wenn ich irgendeine gerade Zahl habe, sagen wir mal 28, dann kann ich sie schreiben als 2 mal 14. Ja, es steckt immer eine 2 drin, wenn es eine gerade Zahl ist. So, jetzt quadriere ich das Ganze wieder, so wie ich das eben gemacht habe. A Quadrat ist also 2p mal 2p, also 4p Quadrat. Ja, mit dieser Zahl p, die ich mir da eben gefunden habe. Okay, jetzt haben wir aber ja festgestellt, dass a Quadrat auch 2b ist. Das hatten wir hier oben. Ja. Das können wir hier jetzt wieder einsetzen. Das a Quadrat ist 4p Quadrat, aber es ist ja auch 2b Quadrat. Ja, ich schreibe das mal als Extragleichung hin. 4p Quadrat ist gleich 2b Quadrat. B war der Nenner aus meinem Bruch. Nun gut, jetzt teile ich das mal durch 2 und sage, naja, dann steht hier doch 2p Quadrat ist gleich b Quadrat. Das heißt aber doch, ich finde für b Quadrat
irgendeine Zahl, sodass ich b² 2p² schreiben kann. Das heißt, da steckt schon wieder eine 2 drin. Das heißt, b² ist gerade. Und nach der Spezialaufgabe folgt daraus, dass auch b gerade ist. Okay, mal kurz überlegen, was haben wir denn jetzt? Also, wir haben herausgefunden, ausgehend von der Annahme, dass Wurzel 2 als Bruch a durch b darstellbar ist und dieser Bruch sei vollständig gekürzt, haben wir also herausgefunden, die Zahl a ist auf jeden Fall eine gerade Zahl. Und wir haben aber auch herausgefunden, dass die Zahl b auf jeden Fall auch gerade sein muss. Wenn es also eine Bruchzahldarstellung von Wurzel 2 gibt, dann besteht sie aus zwei geraden Zahlen, aber Moment mal, dann kann sie ja nicht vollständig gekürzt sein, weil jeder Bruch aus zwei geraden Zahlen lässt sich wieder kürzen. Das kann also gar nicht unsere richtige Darstellung gewesen sein und damit ist die Annahme falsch. Das ist ein Widerspruch. Das heißt, ja, unsere Annahme, dass es irgendeine Bruchzahldarstellung für Wurzel 2 geben könnte, ist falsch. Es gibt also, umgekehrt gesagt, keine Bruchzahldarstellung und damit auch keine Kommazahldarstellung, die abbrechend oder periodisch ist, für Wurzel 2. Umgekehrt gesagt, also ich schreibe das mal nochmal auf, vielleicht auf die nächste Seite. Also die Kommazahldarstellung für Wurzel 2 bricht nicht ab, das heißt, es gibt nicht endlich viele Kommastellen, sondern es geht immer weiter, aber sie ist auch nicht periodisch. Weil in den beiden Fällen hätten wir ja eine Bruchzahldarstellung, aber wir haben ja bewiesen, es gibt diese Bruchzahldarstellung nicht. Ja, und das bedeutet letztlich, wenn man sich numerisch, also mit Computern, auf die Suche nach den Kommastellen von Wurzel 2 begibt, dann wird man das Ziel nie ganz erreichen. Ja, es gibt unendlich viele Stellen hinterm Komma. Das ist etwas Besonderes und damit ist die Zahl Wurzel 2 keine rationale Zahl. Sie ist also eine neue Zahl, die wir bisher so noch nicht kennengelernt hatten. Und man fragt sich jetzt vielleicht, also es kommt einem im ersten Moment so ein bisschen so vor, als wäre das was total Exotisches. Ja? Also Wurzel 2 ist eine irrationale Zahl. Tatsächlich ist es aber so, dass es von diesen irrationalen Zahlen erstens unendlich viele gibt und zweitens in einem gewissen Sinn sogar mehr als von den rationalen Zahlen. Sogar im gewissen Sinne sehr viel mehr. Das heißt, das ist eigentlich sogar die mächtigere Menge an Zahlen und man kommt ohne sie nicht aus, obwohl man ja, sie einem im ersten Moment so ein bisschen komisch erscheinen. Es ist sogar so, dass in der fortgeschrittenen Mathematik viele Dinge über solche Grenzprozesse erklärt werden, also Dinge, die man anfängt und dann immer weiter denkt. Und oft kommen bei diesen Grenzprozessen solche irrationalen Zahlen raus. Ein paar weitere Beispiele für irrationale Zahlen sind natürlich Wurzel 3. Wurzel 4 nicht, ne? Das ist eine natürliche Zahl, die 2.
Aber Wurzel 5 schon wieder. Und diese ganzen Wurzeln von Zahlen, die keine Quadratzahlen sind, sind alles irrationale Zahlen. Aber es gibt jetzt noch eine andere Art von irrationalen Zahlen, zum Beispiel Pi. Das ist das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser bei einem Kreis. Auch das ist eine irrationale Zahl. Das ist allerdings sehr viel schwieriger zu beweisen. Es gibt andere besondere Zahlen, die Zahl e oder andere, das spielt jetzt keine Rolle, könnte ich jetzt Kommazahlen zu hinschreiben, mache ich nicht. Aber man kann auch ganz einfach Kommazahlen erfinden, die nicht periodisch sind und nicht abbrechen. Wie zum Beispiel 0, sagen wir mal 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ja? Das ist eine Kommazahl, die hat zwar ein Muster, aber es ist kein periodisches Muster, ja? Weil es gibt keine feste Periode, nach der sich immer das Gleiche ereignet, sondern das Muster hat einen anderen Sinn. Und solche Zahlen kann man sich natürlich ganz, ganz viele ausdenken. So, Spezialaufgaben für euch. Die erste Spezialaufgabe: Erfinde eine eigene irrationale Zahl, so ein bisschen wie hier, ne? Also eine Kommazahl, die nie aufhört und nicht periodisch ist. So, das ist Spezialaufgabe Nummer 1. Spezialaufgabe Nummer 2. Guck dir den Beweis nochmal an. Also, ich blätter mal zurück. Also diese Argumentation, dass Wurzel 2 irrational ist durch einen Widerspruch. Und führe mal genau das gleiche durch für Wurzel 3 oder Wurzel 6. Also nimm mal an, es gäbe so eine Bruchzahldarstellung für Wurzel 3 und mach mal ganz ähnliche Schritte, wie wir sie zusammen gemacht haben, um am Ende einen Widerspruch zu konstruieren. Das ist die zweite Spezialaufgabe. Und die dritte Spezialaufgabe ist, wie ist das denn jetzt eigentlich mit Wurzel 4, was ja 2 ist? Ja? Könnte man da nicht auch genau den gleichen Widerspruchsbeweis machen? Kann man nicht. Wurzel 4 ist ja 2. Und für 2 gibt es natürlich eine Bruchzahldarstellung. Frage an euch also, an welcher Stelle bricht denn die Argumentation zusammen? Wo klappt das nicht? Ja, also wieso gibt es jetzt für Wurzel 4 doch eine Bruchzahldarstellung? Okay, also viel Spaß damit.